Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play The Last of Us Part 25. Ich bin auch in Voldiboy mit der Ellie hier unterwegs an dem wunderschönen See. Leider ist es nicht so idyllisch, wie es aussieht. Der Schein trügt, weil wir haben ein Problem gehabt. Der Typ, den wir kennengelernt haben, ist der Boss von all diesen Männern, wo die Ellie im letzten Part flachgeleitet hat, und das kann man wirklich so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben Ellie extrem unterschätzt. Genau. Wir wissen jetzt, der Joel, er ist immer noch extrem schlecht zweg, immer noch schwer verletzt. Ellie hat ihm Antibiotika gegeben, er ist immer noch in dieser Garage. Und mir, so wie es aussieht, müssen hier durch das Hotel oder was immer das auch ist. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir hier allein sind. Okay, da vorne ist schon einer, ich habe ihn schon gesehen. Komm raus, du Feigling. Wie sagt er denn, wer hier im Feigling ist, gell? Okay. Meinst du? Nein, nein. Ihr werdet dafür bezahlen. Ich hab's schon gedacht. Okay, ich habe nicht mehr allzu viel Munition. Hoffe, es hat hier nicht mehr allzu viel Gegner auf dem Areal. Nur noch ein einziger Schuss, Mann. Wo steckst du? Wo ist die kleine? Hier bin ich. Dieses Arschloch. Okay, so wie es aussieht, ist hier alles safe. Wie komme ich hier raus? Die Container, die kennen wir ja langsam. Hier sind sie jetzt nicht blau, hier sind sie grün, aber sie sind eigentlich immer für den gleichen Verwendungszweck bestimmt. Ich will hier nicht festsitzen. Okay, ich bin parat, kommt. Oh, mieses Arschloch. Hat sie das nicht schon mal gesagt? Okay. Okay, da ist noch einer. Ich hab die Scheißgöre! Drecksack! Okay. Ich möchte jetzt einfach wirklich wissen, hä?
Nein, ich sehe keinen mehr. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wo wir hin müssen. Da ist der Ausgang. Aber die Ellie weiß es und das ist die Hauptsache. Scheiße. Ich mache dir das Leben. So ist gut. So ist gut. Fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie!
Jetzt schaut mal, wer da von den Toten auferstanden ist. Unser Joel. Das Antibiotika, das ihm die Ellie gegeben hat, hat ihm offensichtlich sehr gut getan. Ja. Hohe krasse Szene war. Mit dem Menschenfleisch. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich nur Hirschfleisch war. Genau. Der Typ heisst übrigens David, wo uns die Falle im Hotel gestellt hat. Verdammt, wo bist du? Also so richtig Zweig ist er wahrscheinlich noch nicht, unser Joel, aber so wie es aussieht, hat er zumindest jetzt wieder genug Energie, um sich auf die Suche zu machen. Er weiss natürlich nicht, dass die Ellie gefangen worden ist. Und so wie es aussieht, geht das dann wieder so richtig zur Sache. Vielleicht müssen wir uns zuerst mal noch ausrüsten. Genau, wir sind ja in dem Ort, wo die Ellie per Ross konnte flüchten. Uns ist das nicht vergönnt. Wir müssen das zu Fuß machen. Shit. Okay, da vorne sind sie schon. Hey. Zum Glück haben wir hier ein bisschen Deckung. Er ist da drüben! Du sagst schon mal nichts mehr. Ja, er ist brandgefährlich. Jungs. Okay, die hauen ab. Ist das wirklich so? Einfach mal noch Pump-Action führen. Die Axt haben wir ja auch noch. Ah, Mist. Weg! Ich muss mich sofort auffüllen. Okay, wo sind sie? Scheint alles safe zu sein. Am besten gehen wir noch schnell schauen, ob man hier noch irgendwie Loot findet. Ich höre sie auf jeden Fall noch. Sie sind noch irgendwo rum. Das ist sehr nice. Okay, die sind abgehauen. Hahaha, ist das wirklich so? Tatsächlich, die haben sich aus dem Staub gemacht. Okay. Ja, das sage ich natürlich nicht nein. Habt
dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da! Roll den Ärmel hoch! Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt! Die will uns nur verarschen! Für mich sieht's verdammt echt aus! Mist. Mann, was ist denn bloß los mit denen? Das war Rettung in letzter Sekunde. Ja, das ist eine ziemlich krasse Situation, wo wir uns hier befinden. Ich brauche eine Waffe. Und ich würde mal sagen, das ist die Gelegenheit, um einen Break zu machen. Wir sehen uns beim Let's Play The Last of Us Part 26. Ich bin ein Volleyball und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch.